wieder Melanie Bühle-Paschinski, wieder vom MTV. Zweiter Part für heute. Wir trainieren neben den Beinen jetzt auch noch die Bauchmuskulatur und ich hoffe, dass ihr dann so ein bisschen Anregung für zu Hause bekommt. Wir starten gleich mal im Stehen. Aufwärmung ist immer wichtig. Die haben wir jetzt natürlich im Vorfeld schon gemacht. Bauchnabel zieht wieder Richtung Wirbelsäule, Schultern sind tief, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule, immer so leicht in den Knien abfedern, damit ihr nicht mit eurem vollen Gewicht auf den Gelenken lastet. Arme, Fingerspitzen zeigen nach unten und wir ziehen vorsichtig mal rechte Seite, linke Seite tief. Jawohl. Immer nur schön den Arm und die Schulter nach unten ziehen. Jeder so weit, wie es geht, bleibt aber wirklich im Oberkörper gerade. Jawohl. Ein letzter noch. Kurz mal lösen, bleibt in der Mitte stehen. Wir haben noch eine ganz kleine Veränderung. Wir ziehen mal zwei tief, zwei hoch. Zwei Züge tief, zwei nach oben. Das ist nochmal eine kleine Abwechslung, die man mit reinbringen kann. Tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, ein letzter noch, langsam wieder lösen, eine dritte schnelle Variante zeige ich euch auch nochmal, Ausgangsposition bleibt, vier tief, vier hoch, vier, drei, zwei, tief, vier, drei, zwei, hoch, vier, drei, zwei, tief, vier, drei, zwei, ein letzter, vier, drei, zwei, tief, vier, drei, zwei, hoch, vier, drei, zwei, tief, vier, drei, zwei, das war's. Sehr schön, alles ausschütteln, ruhig auch mal die Schultern so ein bisschen lösen, langsam zurück oder nach vorne drehen, wunderbar. Wir machen nochmal weiter mit den schrägen Bauchmuskeln. Dazu legt ihr beide Handflächen ineinander, die Arme, Oberarme ganz eng am Körper. Wir ziehen nur mal langsam zur rechten Seite, kleine Rotation, vorsichtig wieder zurück und geht nochmal zur linken Seite. Langsam wieder zurückziehen, jawohl, mit Atmung. Atme tief ein, komm zurück, ausatmen, nochmal einatmen, langsam wieder ausatmen. Wir ziehen nochmal erste Seite, Mitte und nochmal die andere Seite ziehen. Langsam wieder zurück, nehmt die Arme tief, kräftig nochmal die Schultern kurz lösen. Jawohl. So, wir gehen gleich weiter auf die Matte, einmal rückengerecht ablegen und starten auch hier mit den schrägen Bauchmuskeln. Dazu stellt ihr die Fersen auf, Fußspitzen zeigen Richtung Decke, Beine richtig schön anwinkeln, Rücken ist gerade, auch hier Kopf wieder in Verlängerung zur Wirbelsäule. Gerne könnt ihr den gleichen Griff wie eben machen, Handflächen zusammen. Wir ziehen hier mal rechte Seite tief, Mitte, linke Seite tief, Mitte, ja. Rechts, Mitte, links, Mitte, rechts. Mitte, links, Mitte. Wer schon etwas trainierter ist, kann auch gerne noch ein bisschen tiefer gehen. Bauch ist fest, Kopf bleibt in Verlängerung zur Wirbelsäule. Hier nochmal rechts reinziehen, links reinziehen. Ja. Atme ein, aus. Langsam wieder hochkommen, ganz kurz auslösen, ausatmen, durchatmen. Auch hier empfehle ich wieder jedem pro Seite mindestens 8 Wiederholungen. Wenn ihr trainierter seid, dann kann man natürlich die Wiederholungen auch weiter steigern. Wir bleiben in der Ausgangsposition, gehen jetzt gleich so, dass der Bauch fest ist, Beckenboden zieht tief, beide Handflächen wieder zusammen und zieht mal hier ganz kleine Bewegungen. Ganz schnelle Bewegungen. Wichtig ist, Bauch ist fest. Wir sind ordentlich in der Bauchspanne. Jawohl. Atmen dabei natürlich nicht vergessen. Wunderbar. Sehr schön. Auch wenn du hier kannst, ruhig noch ein bisschen tiefer gehen.
Bleib aber in der Bauchspannung, bleib schön fest. Auch hier atme nicht vergessen. Und wenn du fertig bist, langsam wieder ausrichten, aufrichten, schön locker lassen. Jawohl. Dann gehen wir vorsichtig eine Etage tiefer, komplett in die Rückenlage. Wenn ihr auf der Matte trainiert, ist immer wichtig, einen weichen Unterboden zu haben. Einmal die Fersen aufstellen, sodass die Fußspitzen Richtung Decke zeigen. Beine sind wieder leicht hüftbreit geöffnet. Der gesamte Rückenbereich, Lendenwirbelbereich, liegen fest auf der Matte. Kopf auch hier in Verlängerung zur Wirbelsäule, Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Euren Kopf legt ihr in die Handflächen. Ich gebe immer den Tipp, nehmt die Daumen an die Schläfen, dann liegt der Kopf etwas stabiler. Wer so ein bisschen Nackenbeschwerden hat, würde sie dadurch im Endeffekt nicht haben. Wenn wir hochziehen, ganz langsam ein und beim Runtergehen ausatmen. Hoch und tief. Einatmen, ausatmen. Ja. Auch hier wieder gerne mindestens 8 Wiederholungen. Wer trainierter ist, kann natürlich x-beliebig mehr Wiederholungen machen. Sehr schön. Auch hier kann man variieren. Wir kommen 1, 2 hoch und 2 wieder tief. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, tief. Jawohl. Sehr schön. Oder mal im Vierer-Step. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2. Und mal ganz kurz wieder ablegen. Leichte Klopfbewegungen auf die Bauchdecke oder so eine ganz kleine Bewegung. Das löst für einen Moment die Anspannung, da wo der Bauch schon ein bisschen zippert. Sehr schön. Wir können weiter nochmal variieren. Nehmen dazu unsere Beine hoch. Fußspitzen zeigen zur Decke. Wichtig ist, Knie und Hüfte wieder in einer Linie zu halten, Beine leicht geöffnet, Lendenwirbelbereich, Rücken liegen fest auf der Matte auf, den Kopf nehmt ihr wieder in die Handflächen, Daumen an die Schläfen und wir ziehen auch hier nochmal langsam hoch und tief. Atme ein und aus. Ja. Wunderbar. Schön arbeiten. Auch hier könnt ihr das Ganze wieder dann 2 Schritte hoch, 2 tief oder auch im Vierer Schritt machen. Eine Variante haben wir noch. Wir kommen einen ganzen hoch und gehen 3, 2, tief. Hoch, 3, 2, tief. Hoch, 3, 2, tief. Hoch, 3, 2, tief oder abwechseln. Nochmal 3, 2, hoch, tief. 3, 2, hoch, tief. 3, 2, hoch, tief. 3, 2, hoch und langsam wieder vorsichtig ablegen. Nehmt die Beine wieder tief, lockert alles aus. Kleines Klopfen oder leichte Streichelbewegung auf die Bauchdecke. Das löst wieder für einen Moment die Anspannung. Jetzt haben wir schon mehrere Beinpositionen gehabt. Die erste, beide Beine am Boden. Die zweite, einmal angewinkelt. Eine dritte Variante könnt ihr noch machen. Ihr könnt eure Beine nach oben bringen. Versucht, dass die Fußspitze Richtung Oberkörper zeigt. Die Ferse vielleicht der höchste Punkt am Körper ist. Knie immer leicht beugen, Kopf wandert wieder in die Handflächen, Daumen an die Schläfen, Wirbelsäule, Rücken, alles fest und wir ziehen hier noch langsam hoch und tief. Wie gesagt, die Übungen könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Verschiedene Beinpositionen, verschieden hochkommen, alles so wie es will. Jawohl. Auch nochmal Vierer Steps. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2, tief. 4, 3, 2, hoch. 4, 3, 2,
tief, langsam die Beine wieder abnehmen, schön unten aufsetzen und leichtes Klopfen über auf die Bauchdecke geben. Das löst für einen Moment die Anspannung. Einmal beide Handflächen unter das Gesäß bringen. Wir strecken die Beine nach vorne, Fußspitzen zeigen Richtung Decke. Leichte Übung für alle. Einfach nur mal die Beine anheben und kurz halten. Der Oberkörper bleibt noch flach. Versucht wirklich, Lendenwirbelbereich fest auf die Matte zu drücken und einfach nur mal halten. Hier gebe ich immer den Tipp, langsam in Gedanken von 8 bis 1 runter zu zählen und dann erstmal wieder vorsichtig die Beine auf die Matte zurückbringen. Kurz durchatmen. Wir bringen nochmal die Beine nach oben. Kleine Wechsel. Die Beine öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Ja. Sehr schön. Auch hier wieder Minimum 8 Wiederholungen. Wer mehr mag, kann gerne draufpacken. Oder wir haben noch eine Variante, wir kreuzen mal die Beine. Jawohl. Langsam wieder ablegen, kurz durchatmen. Jawohl. Für diejenigen, wo das ausreichend war, bleiben wirklich mit dem gesamten Oberkörper auf der Matte liegen. Wer es noch etwas intensiver haben möchte, bringt nochmal die Beine nach oben und zieht dazu nochmal den Oberkörper leicht hoch, sodass der Blick Richtung Fußspitze geht. Hier können wir auch wieder vorsichtig nur halten oder die Beine öffnen und schließen. Ja. Wichtig ist natürlich bei allen Übungen, das Atmen darf man nicht vergessen. Und die letzte Variante, auch gerne hier nochmal die Beine vorsichtig kreuzen. Jawohl. Kurz halten, Oberkörper geht zuerst auf die Matte zurück und dann ziehen wir die Beine vorsichtig nach. Jawohl. Löst vorsichtig einmal eure Handflächen unterm Gesäß weg. Atmet nochmal kurz durch. Eine letzte Übung habe ich noch. Einmal aus der Seitenlage. Wir haben mit den schrägen Bauchmuskeln angefangen. Machen das jetzt auch nochmal für die letzte Übung. Beide Fußspitzen zeigen wieder vor. Beide Füße fest zusammen. Wir sind komplett in einer Linie. Auch der Kopf, also legt den Arm ruhig ab, ob ihr ihn anwinkelt oder gestreckt lasst, ist völlig egal. Ich gebe immer den Tipp, stützt euch mit der Hand so ein bisschen vorne ab. Das hindert so ein bisschen das Vor- oder Zurückrollen auf der Matte. Und dann ziehen wir beide Beine langsam nach oben. Jawohl. Schön hochziehen. Es geht schön in die seitlichen Bauchmuskeln rein. Auch hier kann man wieder mehrere Varianten wählen. Im Zweierschritt hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief. Jawohl. Oder auf 4 nochmal. 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, tief, 4, 3, 2, hoch, 4, 3, 2, tief, halte kurz, auch ganz kleine Bewegungen nochmal auf und ab. Wunderbar. Und langsam wieder ablegen, sehr schön. Ruhig einmal so leicht über die Seite streifen, das löst wieder so ein bisschen die Anspannung. Dann gibt es natürlich den Wechsel auf die andere Seite. Auch hier können wir nochmal in die Ausgangsposition gehen. Gleiche Haltung, Bauch ist wieder fest. Wir können noch beide Beine nach oben ziehen und nur das obere Bein nochmal ganz kurz bewegen. Das untere Bein ist fixiert. Jawohl. Halb schön fest. Und arbeite hier nochmal. Wenn du deine 8 Wiederholungen hast im Minimum, langsam wieder tief gehen. Auch hier nochmal leicht von oben nach unten streifen und lösen. Die
letzte Übung habe ich auch nochmal zur Stärkung des Rumpfes. Das heißt, wir gehen nochmal in die Bauchlage. Fußspitzen sind aufgestellt. Knie nehmt ihr vom Boden weg, sodass ihr wirklich nur noch auf dem oberen Oberschenkelbereich liegt. Stellt die Fußspitzen auf, die Arme nehmt ihr zur Seite und drückt euch erstmal ganz vorsichtig in den Vierfüßlerstand hoch. Kopf bleibt in Verlängerung zur Wirbelsäule gehalten. Langsam nehmt ihr vorsichtig die Knie nach oben und das ist wirklich nur eine Halteübung. Haltet ganz minimal nur die Knie vom Boden wegnehmen und dann könnt ihr wirklich nochmal den kompletten Rumpf stärken. Bauch sowie die Rückenmuskulatur. Jawohl. Atmen nicht vergessen. Langsam wieder von 8 nach unten zählen, dann wieder ganz vorsichtig auf die Knie zurückgehen. Zur Entspannung könnt ihr gerne mal das Gesäß weit nach hinten ziehen und wieder vorsichtig nach vorne. Nochmal weit zurück und vor. Auch hier nur für diejenigen, die etwas mehr wollen, gleiche Übung nochmal. Stellt eure Fußspitzen wieder auf, Stand der Hände bleibt. Und dann ziehen wir nochmal ganz vorsichtig unsere Knie von der Matte weg, halten erstmal. Wer es möchte, kann auch gerne mal das rechte Bein zurückziehen, vorsichtig wieder aufstellen und das linke schiebt nach hinten. Immer im Wechsel. Jawohl. Bauchnabel zieht schön Richtung Wirbelsäule. Einfach nochmal in dieser Position arbeiten. Wenn du deine Wiederholungen hast, gehst du langsam auf die Matte zurück und lockerst wieder schön nach Belieben aus. Jawohl. Sehr schön. Wunderbar. Wenn du dein Training beendet hast, kommst du langsam wieder einmal rückengerecht nach oben. Und ich bedanke mich bei euch. Sehr schön.